Halt, Sie können hier nicht durch. Ich bin der Vater. Es tut mir leid, Herr Schlüter. Roth. Kommissar Roth. Ich bin hier für diesen Fall. Ich bin hier zuständig. Wer hat das getan? Danke. Ja, super. Und das hier? Na, das können wir rausmachen. Das ist ja nicht das Problem. Entschuldigung. Kriminalpolizei, guten Tag. Danke. Kurt? Kurt, wach auf. Polizei. Roth, Kriminalpolizei. Sind Sie Kurt Glanz? Ich habe einen Haftbefehl für Sie. Was denn, was denn? Sie sind festgenommen. Sie stehen unter Mordverdacht. Mordverdacht? Du, Kurt? Flasche, wo ist die Flasche? Moment! Na, lauf, hol mir schnell die Flasche. Verdammt, ich will die Flasche. Das geht jetzt nicht. Machen Sie uns keine Schwierigkeiten, hm? Hol mir die Flasche, Edda, schnell, bitte. Herr Glanz! Oh, pass auf! Machen Sie sich nicht unglücklich! Kommen Sie raus! Sie zwingen uns, Gewalt anzuwenden, Herr Glanz. Ja, Frau Glanz, es tut mir leid. Ihr Mann wird einen Anwalt brauchen. Tja, Frau Glanz, es steht nicht gut für ihn. Der nicht sesshafte Bora Kovac sagt aus, dass ihr Mann öfter schwere Auseinandersetzungen mit dem Ermordeten gehabt hätte. Er habe ihm wiederholt gedroht, ich zitiere, ihn kalt zu machen. So ein Wort habe ich von meinem Mann noch nie gehört. Und weiter. Der Zeuge Thomas Brunner, genannt Tango, sagt aus. Ich war noch wach. Plötzlich sah ich den Kurt auf der Etage aus Olafs Ecke kommen, total blau. Ich konnte dann von oben sehen, wie er sich auf der Straße davonschlich. Frage des Kommissars, wann ist das gewesen? Antwort, um drei. Das weiß ich genau, weil die Kirchturmuhr gerade dreimal geschlagen hatte. Dann kann es Kurt gar nicht gewesen sein. Er ist um 2 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe auf die Uhr geschaut. Ich kann nie einschlafen, bevor mein Mann nach Hause kommt. Es war 2:10. Ja, das habe ich auch dem Kommissar gesagt. Aber der glaubt ja mehr den Aussagen dieser Leute. War Ihr Mann immer so gewalttätig, Frau Glanz? Nein. Er war der netteste Mensch, den Sie sich vorstellen können. Er war beliebt, sehr beliebt, auch im Betrieb. Der Chef hat ihm sogar die Lehrlingsausbildung anvertraut. Aber dann, als unser Kind starb, es war ein Mädchen, sie war erst 7. Kurt war am Steuer, wissen Sie, er war nicht schuld, aber er hat sich immer eingeredet. Er hat immer gesagt, ich habe mein eigenes Kind umgebracht. Verurteilt wurde dann der Lastwagenfahrer, aber Kurt hat sich das immer eingeredet. Naja, seitdem trinkt er. Ausgerechnet bei der Beerdigung hat er sich das erste Mal volllaufen lassen. Ah! 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 Ah!
Wann meinen Sie, wird er ansprechbar sein? Es kann eine Woche oder auch länger dauern. Zunächst wird sich sein Zustand noch verschlimmern. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Sie halten ihn für den Mörder? Tja, ein weiterer Zeuge hat sich inzwischen gemeldet. Wieder einer von den Stadtstreichern. Ein gewisser Pizzo. Das habe ich mir gedacht. Er will Ihren Mandanten zur Tatzeit getroffen haben, auf der Straße vor der Burg. Alle Aussagen stimmen überein, jetzt. Sie vergessen die Aussage von Frau Glanz. Sie ist bereit zu beeiden, dass Ihr Mann schon um 2 Uhr zu Hause war. Das ist ja verständlich, dass Ihr Mann helfen will. Sind Sie verheiratet? Nein. Wieso sollte ich? Die Aussagen stimmen seltsam überein. Ich glaube, du solltest dich unter den Schnapsnasen mal umhören. Heiner, ich habe mir gerade den Alkohol abgewöhnt. Meine Gesundheit ist mir sehr, sehr teuer. Sollte eine Entziehungskur notwendig werden, übernehme ich selbstverständlich die Kosten, ja? Ich kenne ihn nicht, Indianer. Dich habe ich auch noch nicht gesehen. Bist du der Häuptling hier? Wir sind hier eine freie Republik, Companiero. Und? Wie hast du zu uns gefunden, Indianer? Oh. Immer der Nase nach. Ich rieche, wo mein Stamm seine Zelte aufgeschlagen hat. Kommst du aus der Mottenkiste, Genosse? Oh, ich habe die letzten 2 Wochen im Kleiderschrank geschlafen. Eiche mit Intarsien. Stand auf dem Dachboden. War eine gute Zeit. Aber ich habe schon im Bett geschlafen. Oh, schon oft. Suppe fertig. Hier herrschen zurzeit schlechte Zeiten. Horrorzeiten, sag ich dir. Wieso? Seid ihr im Horror? Ein Genosse wurde ja letzte Woche kalt gemacht. Hier auf der Etage. Tot. Erschlagen. Mord? Der sitzt schon hinter Schloss und Riegel.
Ich trinke nur Tee. Salute, compañeros. Achtung, Achtung, Luftlandemeldung. Companiero ist soeben im Chianti-Ballon gelandet. Woher kommst du, Companiero? Von ganz, ganz oben. Dome meint aus welcher Stadt? Aus der Stadt ohne Herz. Für mich ist jede Stadt ohne Herz. Ohne Herz kannst du deinen Mantel und deine Schuhe abgeben. Hast du kapiert, Companiero? Nichts geht mehr, wenn du deine Sachen abgegeben hast. Claro. Ein Suppengrünes, 5 große Zwiebeln. Und was hast du gemacht, außer kochen, Schubs? Ein Suppengrünes, 5 große Zwiebeln, Knoblauch, Senf. Buchhalter, das siehst du doch. Warst du schon mal in Australien? Das bin ich hier. 30 Tonnen. 2000 Meilen nur Staub. Das sind Koalas. Wallabies, Emus, das war ich in Australien, von Sydney nach Melbourne, Hume Highway, alles Wüste, und die Mites, die waren in Ordnung, abends im Pub, das waren noch gute Zeiten. Und wie sieht's hier mit Sozialknete aus? Unsozial, wie halt überall. Missionsgehör? Ich bin Atheist, Companiero. Manchmal bilde ich mir ein, er steht da draußen im Dunkeln. Ich weiß, das sind nur die Nerven, aber trotzdem habe ich Schiss. Seit diesem Mord hat die Lebensqualität hier stark nachgelassen. Wieso denn? Der Killer sitzt doch hinter Schloss und Riegel. Wovor hast du denn Angst? Guten Tag, Herr Glanz, Rechtsanwalt Frank. Ihre Frau hat mich gebeten, ihre Verteidigung zu übernehmen. Gegenüber vom Gefängnis ist ein Steherschank. Holen Sie mir den Fläschchen, komm. Nur ein Fläschchen, bitte. Herr Glanz, bitte, Sie stehen unter Mordverdacht. Kaufen Sie mir das Fläschchen, dann reden wir. Sie wissen, dass ich das nicht tun darf. Bitte, 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 bitte. So ein Fläschchen, das können Sie doch leicht verstecken. Wenn Sie mir nicht helfen wollen, dann will ich Sie auch nicht als Anwalt haben. Mord? Sagten Sie Mord? Ja. Ich habe Mord gesagt. Einige der Stadtstreicher haben Sie zur Tatzeit am Tatort gesehen. Ja, wer wurde denn ermordet? Ja. Aber wer Olaf ist, das wissen Sie doch noch, oder? Ja, Olaf, der Lehrling bei uns im Betrieb. Mit dem Jungen bin ich öfters versumpft. Was ist mit dem? Sie werden beschuldigt, Olaf erschlagen zu haben. Ich? Ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich brauche mindestens ein oder zwei Schluck. Bitte holen Sie mir noch ein kleines Flachmännchen, Herr Rechtsanwalt. Vielleicht sollten Sie diese Gelegenheit nutzen, vom Alkohol wegzukommen, Herr Glanz. Mehrere Zeugen haben unabhängig voneinander ausgesagt, dass sie Olaf wiederholt gedroht hätten, ihn kalt zu machen.
Warum sollte ich ihn kalt machen wollen? Weil er Ihnen die Flasche nicht geben wollte. Weil er mir die Flasche nicht gegeben hat. Wenn Sie nur über die Straße gehen, da gibt's auch einen Supermarkt. Jetzt nehmen Sie sich ja doch mal zusammen, Mann! Erzählen Sie mir von Olaf. Ja. Ich habe diesen Jungen nie irgendwie gehasst, oder? Im Gegenteil. Sie kannten ihn näher? Wir haben öfters nach Feierabend einen gekippt. Er ist mir immer nachgelaufen. Wenn ich nicht zur Arbeit ging, ist er auch nicht mehr hingegangen. Er tat mir leid. Aber ich tat mir noch mehr leid. Wegen Ihrer kleinen Tochter, ja. Wie geht's denn meiner Frau? Moment. Liegen, das ist keine Pfandflasche. Früher als Kind durfte ich bei meiner Oma im Sommer manchmal auf der Terrasse schlafen. Das war das höchste der Gefühle. Vielleicht ist Kurt ja gar nicht der Killer. Und wenn er nicht war, dann läuft der wirkliche Killer noch frei rum. Willst du damit sagen, ihr glaubt gar nicht daran, dass Kurt der Mörder ist? Oh, never before sunset. Das bleibt aber unter uns, Genosse. Sache mit Olaf passiert, da haben wir alle gegen Kurt ausgesagt. Zieh doch deinen Mantel aus. Nie. Ihr habt euch abgesprochen? Na klar, das war eine prima Gelegenheit, ihn loszuwerden. Die Bullen haben uns dann nahtlos abgenommen. Jetzt zahlt er für alles, was er uns angetan hat. Entzug im Knast, kennst du das? Die reinste Folter, sag ich dir. Ich spreche aus Erfahrung. Du hast ihn in dieser Nacht gar nicht gesehen? Na, alle haben ihn gesehen, aber er ist schon vor Mitternacht gegangen. Und was ist, wenn er als Killer verurteilt wird? Wir können doch immer noch widerrufen. Uns nimmt ja sowieso keiner für voll. Wir wollen eben eine Weile unserer Ruhe haben, verstehst du? Habt ihr schon jemanden in Verdacht? So, Herr Kommissar. Unsere nicht sesshaften Freunde haben sich gegen meinen Mandanten abgesprochen. Alles Falschaussagen. Aha. Und woher wollen Sie das wissen? Josef? Aha. Also vielen Dank. Ohne Sie wäre ich aus diesem Sumpf nicht herausgekommen. Danken Sie lieber Ihrer Frau. Sie hat keine Sekunde an Ihrer Unschuld gezweifelt. Bitte, kommen Sie. Weißt du, Hedda, langsam habe ich schon selbst daran geglaubt, dass ich diesen Jungen irgendwie, ohne es zu merken, umgebracht habe. Wer hat das nur getan? Das herauszufinden, ist nicht mehr unsere Aufgabe. Wo fahren wir hin? Nach Hause. Ich muss vorher noch zu meiner früheren Firma. Ich wollte mich um eine alte Stelle bewerben. Ja? Die nehmen dich bestimmt mit Handkuss. Könnten Sie bitte wenden? Vielleicht sollten Sie sich vorher anmelden. Das brauche ich nicht. Da kennt mich doch jeder. Also
Also in einer Stunde bin ich bei dir. Ja. Ich werde uns ein Seezimmer machen. Ja, und nochmals vielen Dank für alles, was Sie für mich getan haben. Alles Gute. Hallo, Sigi. Hallo, mein Lieber. Ja, wie immer. Wie immer, jawohl. Schön. Danke. Ich schwöre dir, nie wieder im Leben werde ich so einen Job annehmen. Das kann ich dir schriftlich geben. Sag niemals nie. Matula? Ja. Ja. Oh, Sie können ihn gleich sprechen, er ist hier. Frau Glanz. Ja, guten Abend, Frau Glanz. Um Gottes Willen, Herr Dr. Frank, Sie müssen mir helfen. Es ist wieder so weit mit ihm. Er ist gerade hier gewesen und ist gleich wieder verschwunden und hat hier alles kaputt gehört. Ich weiß nicht, wo er ist. Sie müssen ihn da rausholen, bitte. Ja, ja, natürlich. Ich werde mich darum kümmern und rufe Sie dann an, ja? Gut. Ja, gut. Wiederhören. Tja, Josef. Ich fürchte, du musst noch mal zur Flasche greifen. Nö. Nö, nicht schon wieder. Nö. Na komm, einmal noch. Ist es deine Leber oder meine Leber? Es ist deine Leber, aber einmal geht's noch, ja? Was ist denn passiert? Was ist passiert? Weil ich die ganze Zeit befürchtet habe, ist passiert. Kurt ist plötzlich aufgetaucht. Hat jeden von uns zusammengeschlagen. Penzo hat er fast am Nasenbein eingeschlagen. Guck mal, wie der blutet. Wie ein Schwein. Scheiß Leben das. Wo ist Gott jetzt? Das weiß ich, der ist abgehauen. Ich seh mal nach. Was ist los? Kann man nicht in Ruhe schlafen hier? Entschuldigung. Medizin, Companeros. Nachschub. Dann drehe ich noch mal eine Runde. Ich muss jetzt in die Haia. Kommst du mit, Companero? Ich bin ja nicht deine Großmutter. Thank you.
Tango, schläfst du? Tango! Kurt? Wach auf, die Polizei! Guten Tag, Frau Glanz. Ist Ihr Mann zu Hause? Ja. Was ist denn passiert? Wir müssen ihn leider wieder festnehmen. Kennen Sie ihn? Nein. Ich... Sie haben ihn doch gestern Nacht zusammengeschlagen. Ich? Sie müssen auf diese Frage nicht antworten. Und außerdem ist es unzulässig, meinen Mandanten psychisch unter Druck zu setzen. Na, ich will ja selbst wissen, was passiert ist. Haben Sie diesen Mann umgebracht? Warum sollte ich ihn denn umbringen? Er hat mir noch nichts getan. Doch. Er wollte Ihnen einen Mord anhängen. Das habe ich nicht gewusst. Außerdem, deswegen bringe ich noch lange keinen Menschen um, Herr Kommissar. Sie können oder wollen sich also an nichts mehr erinnern. Vielleicht, wenn ich was zu trinken kriege. Und woher kommen die Blutspuren an Ihrer Jacke? Das Blut stammt von der Auseinandersetzung gestern Nacht. Mein Gott, was ist bloß los mit mir? So könnte es sein. Oder ganz anders. Sie meinen, es sind eine Menge Leute im Spiel, obwohl sie unschuldig sind? Hm? Vielleicht. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht aber auch nicht.
Morgen die Damen. Dann dürfte ich mal. Welle der Gewalt im Norden. Im Norden. Hm. Danke. Zeig dir was. Kannst du lesen? Klar. Bet, Tölln und Hausi. Verstehe. Betteln und Hausieren verboten. Ja, ich bettel doch nicht. Ich wollte nur mal gucken, wie die Geldsäcke so wohnen. Alles klar, Chef. Salute. Kann ich was für Sie tun? Ja, kann ich reinkommen? Ich kenne Sie doch irgendwoher. Naja, kommen Sie rein. Buchmesse Frankfurt. Burg Frankfurt. Ach, Sie sind das? Gestern Abend sahen Sie aber noch ganz anders aus. Sie auch. Und dann ist mir aufgefallen, dass Sie beim Trinken mogeln. Gut beobachtet. Leider vertrage ich keinen Alkohol. Ich wollte mich gerade hinlegen. Wollen Sie auch einen Kaffee? Gern. Dome, und woher kommst du, Genosse? Der Bucklige von ganz oben. Und du? Moment mal. Das ist doch von mir. Das ist ja Diebstahl geistigen Eigentums. Wieso? Sind Sie auch ein Autor? Dachte er, Sie sind ein Penner. Oder sind Sie von der Polizei? Erwarten Sie die Polizei? Nein. Wer sind Sie? Wenn ich von der Polizei wäre, hätte ich Sie längst gefragt, warum Sie sich noch nicht gemeldet haben. Obwohl Sie kurz vor Tangos Tod noch am Tatort waren. Wohin sind Sie so plötzlich verschwunden? Ich bin noch an den Fluss runtergegangen, wollte ein bisschen frische Luft schnappen. Ich habe heute Morgen im Radio von dem neuen Mord gehört. Der arme Tango. Aber immer gut für den Spaß. Sie gestatten. Und warum haben Sie die Polizei nicht verständigt? Ich wollte meine Tarnung nicht gefährden. Matula, Privatdetektiv. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Bitte. Wie war das Verhältnis zwischen Kurt und Olaf? Sie tauchten zur gleichen Zeit in der Burg auf. Sie schienen sich zu kennen. Olaf konnte das brutale Verhalten seines Freundes nicht akzeptieren. Es gab Gewalt und Auseinandersetzungen. Es lag in der Luft, dass es mit Mord und Totschlag enden würde. Psychologe? Um Gottes Willen, nein. Ich recherchiere im Milieu, schreibe einen Roman. Villa Tango. Der Held landet zum Schluss im Aus. Wie Olaf. Bitte. Danke. Er war mit 22 schon alt. Er alterte jeden Monat mindestens um ein Jahr. Man konnte das richtig verfolgen. Wie endet der Held in Ihrem Roman? Er wird erschlagen. Wie Olaf, wie Tango. Wer ist der Täter? Das bleibt im Dunkeln, das ist kein Krimi. Literatur? Ich habe eine Bitte an Sie. Ich brauche noch einige Beobachtungen für meine Arbeit. Würden Sie mein Inkognito wahren? Wenn Sie meins wahren.
Sie haben sich doch sicher öfter mit Olaf unterhalten. Ja, wir saßen manchmal am Main zusammen. Er hat nicht viel gesprochen. Ja, Olaf, da alles kaputt. Keine Kraft für nichts. Hat er eine Freundin oder einen Freund? Ich weiß nur, dass er immer über eine Ingrid oder Inge geredet hat. Schau, schau, schau. Zwei Schildkröten. Max, es hat geklingelt. Guten Tag, Rechtsanwalt Frank. Bitte kommen Sie rein. Dankeschön. Ist es das Essen, Max? Guten Tag, Rechtsanwalt Frank. Ich würde Sie gern sprechen. Kommen Sie rein. Danke. Ich darf rausgehen. Bitte. Erwarten Sie nur nicht, dass wir Mitgefühl haben mit dem Mörder unseres Sohnes. Das erwarte ich auch nicht. Es spricht sicher einiges gegen meinen Mandanten, aber seine Schuld ist noch nicht bewiesen. Ach, er leugnet. Er hat an die Tat keine Erinnerung. Frechheit. Der macht sich's einfach. Und unser Junge musste sein Leben dafür lassen. Martha, bitte. Ich flehe dich an. Bitte. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke, danke. Ich stehe lieber. Man müsste dieses Parasitenpack austilgen. Stattdessen bekommen Sie unser Steuergeld nachgeworfen, damit Sie sich totsaufen können. Niemand tut was dagegen. Niemand will sich die Hände schmutzig machen. Ja, wissen Sie, die Schicksale sind sehr verschieden. Es gibt viele Gründe, warum Menschen abrutschen. Und für das Abrutschen Ihres Sohnes gab es sicher auch Gründe, meinen Sie nicht auch? Im Grunde seines Herzens war er ein guter Junge. Nur labil und leicht beeinflussbar. Schon in der Schule hatte er die falschen Freunde. Mit 7 hat man ihm einen Kaufhausdiebstahl angehängt. Dabei war es ein Klassenkamerad, der gestohlen hatte. Olaf wollte ihn um keinen Preis verraten. Mit 15 ist er dann ganz von der Schule abgegangen. Das Jugendamt zwang ihn, eine Lehre zu machen, aber das wollte er auch nicht. Er hat sich nur mit seinem versoffenen Meister rumgetrieben. Wir waren ganz einfach machtlos. Danke. Sagen Sie, und seine Freundin, diese Inge oder Ingrid, konnte die ihm nicht helfen? Ach, diese Inge war auch nicht die richtige für ihn. 23 schon geschieden. Können Sie mir sagen, wo ich sie finde? Im Haus der Schönheit. Oh, erzähl doch nicht so. Das ist kein Hundekuchenladen. Aha. Hast du das gelesen? Welche der jungen Damen heißt denn Inge? Da geht's ja. Bei dem jungen Mann da hinten. Danke. Nur ein Zehner? Nein, mehr habe ich wirklich nicht. Guten Tag. Rechtsanwalt Frank, könnte ich Sie kurz sprechen, bitte? Worum geht es? Ich würde mich gern mit Ihnen über Olaf Schlüter unterhalten. Hier. Wo immer Sie wollen. Ja, ich muss nur Bescheid sagen. Danke. Kann ich mal schlafen? Beweise.
Und darum müssen Sie meinen Mandanten freilassen, und zwar heute noch. Allein die Tatsache, dass wieder ein Mord geschah, beweist noch gar nichts. Und das wissen Sie auch ganz genau. Verbinden Sie mich bitte mit dem Staatsanwalt. Ja, sofort. Danke. Also gut, Frau Glanz. Aber lassen Sie Ihren Mann in der nächsten Zeit nicht aus den Augen. Vielleicht ist das Risiko, wie Sie sagen, doch zu groß. Ich wollte das erst nicht sagen, aber jetzt, wo noch ein Mensch sterben musste. Frau Glanz, Sie müssen hier nichts aussagen. Bitte bedenken Sie, dass Sie damit möglicherweise Ihren Mann belasten würden. Ich kann doch nicht zusehen, wie... Sprechen Sie. Kurt war an diesem Abend... Er war nicht zu Hause. Herr Kommissar, ich meine, zur Tatzeit nicht. Ich war noch wach. Ich kann nie einschlafen, bevor er nach Hause kommt. Vielleicht kennen Sie das. Sicher. Er kam kurz vor 4. Das hätten Sie lieber gleich am Anfang sagen sollen. Ich konnte ihn doch nicht im Stich lassen, oder? Ja, Roth? Hat sich schon erübrigt, der Staatsanwalt. Ich rufe später zurück. Ja. Danke. Ja, Frau Glanz, Ihr Mann bleibt also in Haft. Jetzt brauche ich noch eine ordentliche Dusche. Am besten eine kalte Dusche. Was ist denn mit Kurt? Den haben Sie in Haft behalten. Warum das denn? Weil seine Frau das Alibi widerrufen hat. Sag mal, übertreibst du es nicht ein bisschen mit deiner Rolle? Hast du Angst wegen der Kosten der Entziehungskur? Weißt du, was komisch ist? Diese Freundin von dem Olaf, diese Inge, die brach sofort in Tränen aus. Dann hat sie betont, sie hätte Olaf seit der Trennung nicht mehr gesehen, dabei habe ich sie gar nicht danach gefragt. Also ich finde das komisch, du solltest sie dir vielleicht mal ansehen. Ja. Ich bin froh, dass wir Feierabend haben, Luke. Soll ich noch ein Stück irgendwo mitnehmen, ja? Prima, also. Tschüss. 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 Geht's mit? Was trinkst du? Ach, Nido, ich habe keine Zeit mehr. Tom wartet auf mich. Ciao, komm gut heim. Ciao. Sportlehrer. Kalt. Börsenmakler. Eiskalt. Fotograf. Wärmer. Reporter. Warm. Polizist. Nö. Lauwarm. Verbrecher. Eiskalt. Ich geb's auf. Ich bin Privatdetektiv. Privatdetektiv. Privatdetektiv? Gibt's sowas wirklich noch? Ach, du meinst mich, gibt es in Wirklichkeit gar nicht mehr. Und wen beschatten Sie? Dich. Mich? Kaum. Inges Vater macht sich Sorgen. Er möchte über diesen Tom Bescheid wissen. Da wird Ihr Vater wenig begeistert sein, wenn er die Wahrheit erfährt. Tom lebt natürlich auf ihre Kosten, spielt den Hausmann. Taucht ab und zu im Laden auf. Sie hat eine Schwäche für Nullexistenzen. Hm? Ich aber nicht. Du bist nicht wirklich Detektiv, stimmt's? Also gut, ich bin ein enger Verwandter. Wir machen uns Sorgen um die Inge. Kanntest du den Olaf? Klar, Olaf. Der soll sich totgesoffen haben. Neulich war er noch im Geschäft. Wann war er im Geschäft? Bitte denk genau nach. Das war am vorletzten Freitag. Kurz vor Feierabend tauchte er auf, obwohl ihm die Chefin das verboten hatte.
Inge war das peinlich. Er sah total verwahrlost aus. Danke. Gehen wir mal wieder auf die Kirmes. Hallo, entschuldigt. Du bist doch die Inge, ja? Und wer bist du? Ich bin der Josef. Ich bin Sozialarbeiter. Ich hatte einen guten Kontakt mit Olaf. Er hat oft von dir gesprochen. Dich Olaf zu mir geschickt? Olaf ist tot. Tot? Er wurde von einem unserer Nichtsesshaften im Rausch erschlagen. Also die Nachricht muss ich jetzt erstmal verdauen. Komm, wir gehen. Entschuldigen Sie, wissen Sie, ob hier irgendwo eine Bäckerei offen hat? Nee, tut mir leid, keine Ahnung. Dann versuch's anders. Entschuldigen Sie, mein Wellensittich ist entflogen und er sitzt jetzt auf Ihrem Balkon. Aber Kette, Kusche gehabt, ne? Och, der tut der Katze nichts. Jetzt sitzt auch dieser verrückte Vogel auf dem Nachbarbalkon. Schock ist ja los, Mann. Nein. Mir fällt was auf. Blutflecke. Also dann noch mal, ihr beiden. Du zuerst. Also, zum hunderttausendsten Mal. Olaf war an diesem Abend bei Inge. Er wollte wieder Geld von ihr. Sie hatte aber keins zu Hause. Ja, und dann, das hat er ihr natürlich nicht geglaubt. Und da hat sie ihn in den Arm genommen, weil er halt wieder so einen Scheißzustand hatte. Und auf einmal hat er angefangen, um sich zu schlagen, als sie ihn beruhigen wollte. Einfach so? Ja, weiß nicht. Vielleicht konnte er nicht vertragen, dass ich da war. Auf jeden Fall bin ich dann dazwischen gegangen. Vollkommen selbstlos, natürlich. Was soll ich denn machen? Ich hatte auch Angst, dass er ihr was antut. Jedenfalls ist es so passiert, wie Inge es gesagt hat. Er ist ausgerutscht. Auf dem Teppich. Ja, ausgerutscht, eingeknickt, ist völlig egal. Es hat mir im Kopf auf die Tischkante geschlagen. Hat nie gedacht, dass jemand so viel Blut verlieren kann. Und dann habt ihr den armen Kerl einfach im Dreck abgeladen. Was hätten wir denn tun sollen? Die Polizei hätte uns sowieso nicht geglaubt. Es hätte uns doch niemand abgenommen, dass Olaf einfach umgefallen ist. Und Tango? Warum musste Tango sterben? Tango? Wir kennen keinen Tango. Und sieh doch nicht so. Das hat Zeit. Weg. Goodbye. Ja? Was? Erschlagen?
Wer ist denn Schops? Ah ja. Guten Morgen. Morgen. Schops ist tot. Jetzt hat schon den dritten erwischt. Die Lottozahlen. 5, 13, 24, 32, 33, 39. Zusatzzahl. Halt die Schnauze. 43. Ich hab den Schein. Ist meine Zukunft ja gesichert. Also wenn ich nicht der Killer von unserem Buchhalter bin, dann ist es einer von den beiden gewesen. Und wenn es einer von den beiden gewesen ist, wer ist dann als letzter zu uns gestoßen? Der Bucklige. Claro? Claro. Den Buchhalter hat's erwischt. Armer Schops. Ich muss erst mal was trinken. 4 Stunden haben mich die Bullen verhört. 4 Stunden! Ich habe natürlich behauptet, dass es niemand von uns gewesen sein kann. Stimmt. Keiner von uns. Vielleicht warst du's. Meinst du das auch, Pezzo? Ich kann's nicht gewesen sein. Ich habe Rheuma im rechten Arm. Habe ich einen Schein vom Arzt. Haben die Bullen nachrecherchiert. Wenn das so ist, schlage ich mein Lager da hinten auf. Möglichst weit weg, Genosse. Findest du auch, dass ich möglichst so weit weg soll? Tja, so ist das, Companiero. Weit genug. Noch weiter, da haben wir die Fenster im Auge. Frau Schlüter, wenn Sie nicht in der Lage sind, meine Fragen zu beantworten, komme ich gerne morgen wieder. Er hat den Jungen mehr geliebt als sich selbst. Er sagte immer, jemand muss sich die Hände schmutzig machen. Sie haben nicht gewusst, dass er das ernst meinte. Nein, ich dachte, er geht wie jeden Abend vor dem Schlafengehen spazieren. Ich erinnere mich, dass Sie bei meinem letzten Besuch etwas von Austilgen gesagt haben. Das ganze Parasitenpack müsste ausgelöscht werden. Genau, das waren Ihre Worte, Frau Schlüter. Ja, das habe ich gesagt, aber das habe ich doch nicht wörtlich gemeint. Max sagte noch, bevor er wegging, einer muss sich die Hände schmutzig machen. Aber dass er sich das trauen würde, das habe ich nicht geglaubt. Und wer sorgt jetzt für mich? Frau Glanz, erzählen Sie mir noch, warum Sie Ihr Alibi widerrufen haben? Sie haben Kurt das erste Mal zu früh entlassen. Hallo. Hallo. Er war mit dem Entzug noch nicht über den Berg.
Naja. Zur Entwöhnung brauchte ich jetzt auch einen Monat Knast. Eine gute Idee, dann spare ich die Kosten für deine Entziehungskosten. Natürlich, typisch. Also, heimwärts. Kommen Sie.